Frauen bei den Männermitgliedern im Beirat aus dem Verein ausgetreten sind. Wir haben eine Interessengemeinschaft gegründet, Freunde der Wünsche und Erzählung. Der Wünsche ist gut und weiterhin gute Zusammenarbeit. Dankeschön nochmal. Wahrscheinlich mal weiß er nie. Die Ladung von Trainer hat er mir jetzt nicht begrüßt. Aus Nordrhein-Westfalen, der Schirmverein Wohlfahrts Winde vertritt, Großfamilie Brüggemann und Matthias Hauwold. Wir bedanken uns mit einem Altanggut vom Elbe Kilometer 311 aus Schönebeck von der Reederei Süßenbach, vom Schiff Marco Polo, die Familie Süßenbach, einen kurzen Gruß bitte. Liebe Radverschufferfreunde, vom Mittelmeterabend 11 von Messens Marco Polo der Reederei Süßenbach, vielen Dank für die Einladung und die Wünsche, viel Schaffenskraft und für die weitere Zeit und auch eine schöne Veranstaltung heute Abend. Dankeschön. Wir bedanken uns mit einem einfachen Gut. Als nächstes von der Saale, Vereinigte Schiffsvereine Alsleben und Umgebung und Ihnen mit Vorstand Andreas Mehlmann und seiner Bezauberung. Ja. Wir danken uns bei den Schiffen als Arzt mit einem einfachen Gut. Jetzt kommen wir zu denen, die, ich glaube, die weiteste Antwort haben. Wenn es nicht so ist, ist es richtig. Aber unser Schifferfreunde aus Bremen würde ich mal zu mir bitten. Die sind alle auch nicht mehr die Jüngsten, aber die nehmen trotzdem immer wieder die lange Fahrt auf sich, um uns zu besuchen. Und wir erwidern das natürlich auch immer. Ja, liebe Schifferfreunde aus Raten, lieber Lothar, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass wir heute wieder bei euch sein dürfen. Und noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön für euren Besuch in Bremen. Ich hoffe, es hat euch nur gut gefallen, dass ihr auch wiederkommen dürft. Uns würde es freuen. Ja, es ist immer wieder eine Herausforderung hier, hierher zu fahren, weil es sind noch 50 Kilometer. Aber wenn man sich hier umschaut und sieht, diese Traditionswege, dann kommen wir natürlich gerne her. Und da viel von Tradition gesprochen wurde oder wird, habe ich so einen kleinen Dreizeiler hier. Und der lautet: Schipper mein Vater, Schipper mein Arm. Packte das Leben auf Rosi an, haben's gemeistert, nach Sitte und Brauch. Wär ich ein Schipper, meister ich's auch. So. Und ich hoffe, dass wir heute einen wunderschönen Tag und einen Abend verbringen. Und in diesem Sinne, wie man hier so an der Elbe sagt, sage ich einmal, gut! Wir bedanken uns bei den Bremern mit einem einfachen Gut. Dankeschön. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Proviant. Vielen Dank. So, jetzt sind wir bei unseren Freunden aus Breitenhagen. Ist da jemand da? Nehmen wir doch. Theo kommt.
herzlich willkommen. Fast alles mitmacht. Vom Kindergarten geht bis zur Schule, und auch relativ gut mit mir und mit uns. Wir freuen uns wirklich sehr, dass die Zündung haben wir mitgebracht, Sager. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Schifferfreunden aus Breitenhagen mit einem einfachen Gut. Jetzt kommen wir nach Fritz Erbe. Und zwar mit dem Vorstand. Schifferverein Fritz Erbe 1776 mit Vorstand und Kapitän Jürgen Patzler. Lieber Lothar, liebe Margit, liebe Vereinsfreunde, vielen Dank für die Einladung. Wir kommen nochmal gerne zu euch. Feiern gerne. Und heute schon viel über Jubiläen gesprochen. Wir hatten vorhin das Stadtjubiläum. Es war darstellt, und deswegen ist es bereit für euch eine Flasche mit. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei den Schimmerfreunden mit einem einfachen Gut. Danke. So, der Bürgermeister ist nicht da. Machst du die Vertretung? Wunderbar. Unsere stellvertretende Bürgermeisterin. Ganz herzlich auch nochmal mit einem Gut Strom und einen Gruß an den Bürgermeister. Da möchte ich nochmal kurz eine Anekdote erzählen. Wir haben mal ein, zwei oder drei Bierchen getrunken mit dem Bürgermeister und jetzt ist er unser Mitglied. So, jetzt meine Frage in die Runde, weil die letzten Schiffe. Züge haben gezeigt, dass man doch den einen oder anderen Verein mal in der Aufregung vergisst. Habe ich jemanden vergessen? Hand hoch und zu mir kommen. Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich kurz was zum Ablauf sagen. Wir machen jetzt beginnen den Umzug, gehen hier Richtung Haus des Gastes, danach den Abgrund nach oben und dann runter zur Elbe. Ich wiederhole es nochmal, wir fahren heute nicht auf die andere Seite, aus dem einfachen Grund, wir bekommen unsere Schiffe nicht auf die kleine Fähre, die große ist auf der Werft. Und deswegen ziehen wir den Umzug hinten noch ein bisschen an der Elbe lang. Also bis Liehenstein und dann kommen wir wieder zurück. Thank you.